Jo, was geht? Ihr schaut Magnus Blog und willkommen zu einer weiteren Review. Wir quatschen über die Platte Antibiose der Band Eastwood. Viel Spaß! Antibiose kommt mit 17 Tracks daher, geht 2030 und das mit Skits. Ja, das ist sehr schnell. Erscheint auf mehreren Labels, vor allem auf dem... Jedes Mal, wenn ich diesen Namen aussprechen kann, freue ich mich sehr. Auf dem Label Huckabye Records finde ich sehr, sehr stark. Schöner Name, gutes Label, gute Leute. Und ja, Eastwood machen irgendwas zwischen Grindcore, Power Violence und sehr düsterem, sehr, sehr schnellem Hardcore. Und ich würde sie als ehesten in die Ecke schwache Nerven stecken, auch wenn die Songs tatsächlich noch einen Tacken länger sind als schwache Nerven manchmal. Erinnern auch an manchen Stellen an Arno Dübel und irgendwo da in dieses Konglomerat passen sie gut rein und es funktioniert. Vor allem mit diesen sehr starken Blastbeat und Grindcore Powerbalance Sachen, die dann aber in diese düstere Hardcore-Richtung gehen. Das ist auch cool irgendwie strukturiert. Man merkt nicht immer, das muss man dazu sagen, ob ein Song vorbei ist und ein neuer angefangen hat, außer es trennen halt Skits das ganze Ding. Aber sonst ist das ziemlich, oder nicht sonst, sonst ist das ziemlich, ziemlich cool. Das ist ja generell so ein Problem dieser Musikrichtung. Und funktioniert gut, wenn man in der richtigen Stimmung ist, wenn man Bock auf super zerstörerischen Hardcore hat oder eben schon Power Violence Grindcore, wird man hier musikalisch was Tolles finden. Gesang, das ist Geschreie. Mal sehr tief, mal nicht ganz so tief, aber es wird geschrien, aber man versteht an manchen Stellen sogar den Text. Beziehungsweise, wenn man einmal das Lyric Sheet gelesen hat, dann versteht man ungefähr den Text, was ich cool finde. Und in dem ganzen Mix kommt das gut miteinander und drückt einen tatsächlich weg und ist ein ordentliches Brett, was an Lautstärke und an Krach, was aber ganz geil ist, dass man trotzdem merkt, dass die meisten von denen irgendwie ihre Instrumente so weit beherrschen, dass es durchaus Struktur und Melodie an manchen Stellen zu erkennen sind. Wenn man sonst Crank gehört, manchmal kommt zumindest mir so vor, dass es ja einfach nur so ein Krachteppich ist, der über einen liegt. Textlich sind Eastwood ähnlich wie ihre Musik wenig subtil. Es ist links, antifaschistisch, emanzipatorisch, pro-vegan. Und man könnte jetzt das diskutieren, dass manchmal sehr stark das Individuum adressiert wird und wie weit das ernsthaft weitestgehend stark politisch ist. Ich finde es aber absolut in Ordnung. Es gibt ein, zwei Textzeilen, wo manche Leute beim ersten Mal wieder sagen können, das klingt ein bisschen sehr vereinfacht. Ich finde, das wird aber gut in dem ganzen Konzept von Eastwood einfach eingefangen. Und dann kann das halt auch mal, wenn man 8 Textzeilen auf Ballerbeat runterschreit, passieren. Es ist weit entfernt von problematisch irgendwo. Von daher cool. Und was ich stark finde, ist, dass Eastwood hier in der Musikrichtung, die ja sehr stark Toughkeit, Männlichkeit einfach auch anzieht, durch ihre Aggressivität, durch ihre durchaus hörbare Gewaltbereitschaft, zumindest die musikalisch da irgendwie rüberkommt und die sehr viel negative Emotionen da verarbeitet wird, die ja so Leute sehr anzieht, dass Eastwood da einen klaren Gegending in ihren Texten schon mal stellen und ich weiß, dass sie das auch persönlich tun. Ich habe nach der Platte tatsächlich richtig Bock, mich von Eastwood mal wieder live anschreien zu lassen, aber bitte nicht auf Bierbänken sitzend oder so, sondern schön in einem modrigen Keller, 20 Leute, laut. Geil, wer halt nicht mit Grindcore oder wer mit Grindcore nicht viel anfangen kann, Power Violence oder sehr düsterem Hardcore, sollte die Finger davon lassen. Aber Freunde von schwachen Nerven vor allem. Es könnte so eine zweite Band sein oder ist eine zweite Band, die euch definitiv gefallen wird. Aber auch Freunde von Arno Dübel und Konsorten. Bis dahin, haut rein!